Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zu The Forest. In der Höhle. Und ich habe keine Ahnung, ob ihr die Kollegen da unten schon sehen könnt. Es sind jedenfalls einige. Ich guck gleich mal, ob ich die vielleicht einfach mit dem Bogen treffen kann. Solange wie sie mich noch nicht sehen. Der hat nicht getroffen. Oh, ich habe, glaube ich, auch schon unseren großen Kollegen gesehen. Molotow. So, vielleicht hätte ich es auch vorher anmachen sollen. Ach so, ja. Das muss ich halt alles noch ein bisschen üben hier. Also der ganz große, der brennt ordentlich. Die Frage ist, reicht das schon, um den niederzubrennen? Rüste ich mir doch mal mein tolles Katana aus. Also der lebt offensichtlich noch. Er brennt ein bisschen. Und ich glaube, jetzt hat er mich entdeckt. Ist er jetzt tot? Ich traue mich nicht, Licht anzumachen. Hungrig sind, wa? Ich habe übrigens noch diesen Riegel. Irgendwie habe ich das Gefühl, der lebt noch. Wo ist jetzt meine Taschenlampe? Ach, hier. Ist hier etwa noch so ein Typ? Irgendwie habe ich das Gefühl, da sind zwei. Also da stehen auch sehr viele rum. Ich würde die ja schon gerne im Fernkampf besiegen wollen. Treffe ich die nicht mehr. Den haben wir jetzt. Das sind ja unglaublich viele. Moment. Haben mich jetzt gesehen, der Typ? Oder guckt er nur in die Richtung? Ob gesehen haben sie mich tatsächlich noch nicht. Oh, da ist wieder so ein Blutiger. Ich gehe hier ein bisschen bedachter vor, ja, weil ich nicht drauf sterben möchte. Jetzt haben wir nicht gesehen. Okay. Einfach Button Smashing geht hier wahrscheinlich nicht. Wie ich mir das erhofft habe. Ein bisschen Medizin hier einwerfen. Sind wir ja hier gleich wieder tot. Wo bist denn jetzt, du Knalltüte? Das Katana ist jetzt auch ein kleines bisschen blutig.
Hier sind echt so viele. Ich werde das vielleicht doch noch mal mit einem Molotow probieren. Den man natürlich vorher anzünden muss. Und dann werfe ich damit direkt für die Füße. Ich glaube, ich bin schon wieder tot. Okay. Das lief ja alles sehr gut. Ja, also das muss man auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Ich finde es halt schade, dass es nicht so wie bei Ark diese Schnelltasten gibt. Beziehungsweise ich wüsste nicht, dass es die gibt. Ah, das haben wir ja jetzt mittlerweile schon ein paar Mal erlebt, dass wir hier Kopf überhängen. Sind wir jetzt wieder in der einen Höhle, wo wir sonst auch immer landen. Was war denn das jetzt bitte für ein Geräusch? Geräusch. Für ein Geräusch. Ist das die Höhle, wo wir sonst immer sind? Ja doch, ich glaube schon. Aber wir haben noch unser Zeugs. Essen haben wir gar nichts. Was sind denn das immer für Geräusche jetzt neuerdings? Ey, das macht mich ja völlig fertig. Völlig fertig macht mich das hier. Hier liegt auch einer rum. Was hat denn der hier? Ach, der hat noch einen Kompass. Okay. Sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen gucken nach den Updates. Hat sich hier vielleicht auch das ein oder andere noch mal geändert. Oh, Boost, das ist gut. Die ganzen Molotow-Cocktails, die ich hier sinnlos verschwendet habe, mal neu machen. Das haben wir auch. Das ist gut. Was, man kann Steine kaputt schlagen. Das war auch eher Zufall, dass ich das hier entdeckt habe. Okay. Interessant, interessant, ja. Machen wir hier gleich nochmal wieder ein paar mehr Molotow-Cocktails. Das hat vorhin ja so gut geklappt. Das ist mal ein Snack. Man kann also auch Steine jetzt kaputt schlagen. Das ist ja echt wie ein Ark. Das hier auch kaputt haben? Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt. Aber ein bisschen Zerstörung ist immer gut. So, a jealous god punishes a parent's fault on their children. Okay. Jetzt habe ich vergessen, was für ein Gott das war, aber halt so ein Gott bestraft die Eltern an ihren Kindern. Wollen wir das nochmal angucken, um das nochmal genauer zu lesen? Nee, das war wieder das Bild. Team Drawings, Passenger Manifest. Vielleicht ist es auch im Buch. Hier hinten irgendwie mal den Hinweisen, eventuell. Dass wir das nochmal lesen können. Nee. Na gut, dann eben nicht. Ich will jetzt doch nochmal hier reingucken. Vielleicht hat sie an der Höhle auch noch das ein oder andere geändert. Also hier diese Abstiege, die sind nochmal anders geworden. Bestimmt gleich wieder Fledermäuse und erschrecken mich zu Tode. Ich finde es jedenfalls gut, dass man hier offensichtlich nicht mehr sterben kann. Also, ich weiß nicht, wie es ist. Hier zweigt sich das ab. Ich gehe mal hier lang. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man irgendwie ertrinken würde. Und da wird man wohl kaum von den
Kannibalen in die Hülle verschleppt werden können. Ich sag ja, diese Fledermäuse. Viele Stöcke gibt es hier. Das sieht mir auch schon wieder nach einem großen Raum hier aus, oder? Also ich weiß, wir waren hier schon mal. Aber wie gesagt, es gab ja Updates. Patches. Und offensichtlich liegt hier nämlich noch was rum. Oder neuerdings liegt jetzt hier was rum. Und hier hängen auch noch welche rum. Jetzt von hier gekommen. Oder waren wir von hier gekommen? Das ist so verwirrend. Karte. Gucken wir doch mal. Aber ist das nicht genau die Höhle, wo wir vorhin auch schon waren? Oder liegt das hier irgendwie oben drüber, über der anderen? Was sind denn das hier wieder für Geräusche? So unheimlich hier. Okay. Ich wollte gucken mit diesen Toys hier. Roten Toy. Das sieht ja schon fast vollständig aus, hm? Kann ich das hier eigentlich zusammenbauen? Könnte ich sogar. Mal ein bisschen zusammenbauen. Okay. Weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber ja. Also wir haben jetzt die Wahl. Wir können nochmal hier weiter gucken oder dann hier diesen zweiten Gang. Ah, wir gehen einfach tiefer in die Höhle. Was kann da schon schief gehen? Nichts. Rein gar nichts. Stimmt's? Ein Steinchen. Da sehe ich Lichter. Ist wieder ein größeres Höhlengebiet. Was haben wir denn hier? Haarspray. Haben wir das Haarspray jetzt plötzlich her? Aber ich glaube, das ist so ein neues Item, was mit dem kompletten Release rausgekommen ist. Wahrscheinlich könnte ich damit auch. Da steht doch einer. Das Licht. Doch, ich habe das Licht sogar an. Deswegen sehe ich die jetzt auch. Drei. Drei sehe ich da rumstehen. Okay. Wisst ihr was? Wir müssen das ja mit den Molotow-Cocktails ein bisschen üben, ne? Deswegen machen wir das jetzt mal. Ich habe mich, glaube ich, wieder mal selber in Brand gesetzt. Oh Gott. Ja, ich hab's voll drauf, ich weiß. Mir geht's ein bisschen schlecht. Aber ich glaube, den anderen geht's auch nicht viel besser. Mal wieder was einwerfen, was trinken, meinetwegen nochmal einen Riegel essen. Also die Molotows, ja. Ein bisschen suboptimal. Ich weiß aber nicht, ob eine Bombe tatsächlich besser wäre. Der schläft jetzt da. Natürlich mit dem Licht sehen sie uns eher. Schnauze. Da ist wieder so ein Roter dabei. Die Roten sind echt super gefährlich. Manchmal
nach all dem, was wir bisher hier erlebt haben, kann man ja nicht mehr sterben. Deswegen kann ich da vielleicht auch ein bisschen mehr warnen. Ruhe, habe ich gesagt. Das ist echt hier, das ist so ein Mega-Fiesen. Ich habe ja auch noch Dynamit. Hier, fress das. Hier, Kackratzen. Hat er das überlebt, ey? Ah, ich glaube, er regt sich ein kleines bisschen auf. Nur noch ein kleines bisschen. Überhaupt einen damit gekillt? Ah, das ist hier der Typ. Der ist so mega schnell. Hallo? 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 Irgendwie kann ich mit dem überhaupt nicht treffen. Ich glaube, jetzt ist er hinüber. Haben wir jetzt hier alle? Das sind sogar zwei. Also haben wir vorhin doch irgendwie was treffen können. Sehr gut. Ha, das halte ich von euch nämlich nichts. Dann mache ich euch hier platt. Meine ganze Aggression an mich auslassen. Und natürlich, Videospiele machen Gewalt bereit. Ganz klar. Oh, eine neue Struktur haben wir jetzt freigeschalten. Gucken wir mal in unser Buch. Was haben wir denn jetzt freigeschalten? Wo sehe ich denn das, was jetzt freigeschalten ist? Müssen wir alles mal durchgehen? Das ist alles bekannt. Kenne ich auch schon alles. Ist auch alles schon bekannt. Noch sehe ich hier nichts Neues. Ah, ich glaube, die Effigies sind jetzt frei. Die waren ja nicht irgendwie weg. Das war mir noch aufgefallen. Jetzt sind die frei, okay. Na gut. Ja, schön. Oder auch nicht. Weiß ich nicht, dass jetzt schön ist. Kann ja immer so einen Arm mitnehmen. Noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Noch ein Arm. Nehmen wir hier so ein bisschen Körperteile noch mit. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wozu ich die brauchen könnte. Aber wir nehmen es einfach mal. Noch ein Bein. Hier noch ein Bein. Ich glaube, mehr kann ich dann eh nicht nehmen. Oder kann ich drei Arme? Nee, kann ich auch keine drei Beine tragen. Hm, das sieht sehr, sehr köstlich hier drin aus. Ich glaube, hier waren wir noch nicht weitergegangen, weil wir halt die Typen nicht besiegen konnten. Können wir jetzt ein bisschen weiter gucken? Guck mal auf die Karte. Was sind wir denn jetzt? Okay, so in diesem größeren Raum. Hier Wasser. Platsch, platsch, platsch. Stöcke. Das klingt irgendwie nach Wasserfall. Ich will mir aber erst mir diese Höhle auch noch mal genauer angucken. Bevor ich jetzt den nächsten Gang eventuell gehe. Hier geht's nach oben. Was liegt denn hier alles rum? Arme. Okay. Was haben wir hier? Ach, hier wäre nochmal Haarspray.
Arme. Oh, eine neue Kassette. Wir können wieder tolle Lieder hören. Vielleicht. Fuß. Okay. Sehr gut. Da haben wir schon geguckt. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Aber möglichst alle Ecken angucken, man weiß ja nie. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, ne? Kann das sein? Ja doch, von hier sind wir gekommen. Okay. Dann können wir dann... in Richtung Wasserfall gehen, oder was das ist. Ah, hier kann ich also auch hochklettern. Und hier werde ich wahrscheinlich nur weiterkommen. Dann mit Tauch-Equipment, das ich immer noch nicht gefunden habe. Aber wir gucken hier einfach mal weiter. Vielleicht findet man ja hier was. Hier ist der Wasserfall, der reinkommt. Okay. Was ist das für ein rotes Licht? Ich weiß nicht. Naja, jetzt ist mir kalt. Ja, man sieht hier so extrem wenig. Dass es sich eigentlich nicht lohnt, hier weiter zu gucken, denke ich. Ich darf auch nicht die Orientierung verlieren. Also, das ist schon zu spät. Ich bin schon nicht mehr durch, wo ich hier eigentlich bin. Wo ich hergekommen bin. Ich werde jetzt hier einfach so am Rand einmal langlaufen, in der Hoffnung, da wieder die Stelle zu finden, wo ich war, wo ich reingekommen bin. Hier unten drunter sehe ich eh nichts. Ich glaube, wenn mir so kalt ist, verliere ich auch viele Trefferpunkte. So Leben. Kann das sein? Das sieht aus, als würde es dann vielleicht noch irgendwie mal nach unten gehen. Okay. Also das müssen wir uns dann irgendwann mal vornehmen. Wenn wir Taucherausrüstung haben sollten, wir auf jeden Fall. Vielleicht mache ich mir irgendwo ein Feuer. Irgendwo gab es doch die Möglichkeit, ein Feuer zu machen. Das sieht auch aus, als könnte man da drin tauchen. Wenn hier so der Schädel hängt, sieht das sehr danach aus. Als könnte man da letztendlich irgendwann mal hin. Oh, ich glaube, ich komme wieder raus. Aber hier gibt es noch so viel zu entdecken. Das ist schon ganz schön krass, muss ich sagen. Okay, ich würde jetzt mal versuchen, die Stelle wiederzufinden. Wo man Wasser, ein Feuer machen konnte. Wo ist eigentlich auch albern. Ich mach das an der Stelle selber einfach. So, hier waren wir schon. Hier ging es nicht weiter. Ah, es ist gar nicht so einfach, die Orientierung nicht zu verlieren. Mein Licht ausgegangen oder was ist jetzt hier das Problem? Batterie 0. Also muss ich hier meine neuen Batterien reinstecken. Wenn ich hier die Batterien auch schnell finden kann. Batterien, Batterien. Mini-Foto. Haben wir nicht Batterien noch irgendwo? Kassette, Ohren. Ich bin jetzt irgendwie zu blöd, die Batterien zu finden. Ich würde die ja hier irgendwo am Rucksack erwarten.
Oder hat er die automatisch schon verbraucht? Das kann natürlich auch sein. Na gut. Dann halt doch mit Feuerzeug. Genau, und dann wollten wir hier hochklettern. Wenn ich so auf die Uhr gucke, müsste man eigentlich auch mal wieder die Folge beenden. Ich würde das dann hier wahrscheinlich auch mal einfach machen. Wenn mir so kalt ist, ist das wahrscheinlich besser, wenn ich das mache. Jetzt mach doch mal hier das Buch auf. Du Kuckuck. Basic Fire. Machen wir uns schnell ein Feuerchen. Das müsste nämlich hier gehen. Dann können wir uns hier am Feuer auch wärmen. Und ich kann die Folge hier an der Stelle beenden und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.